Heute für euch eine Zusammenstellung der Rumtreiber und deren Leben. Das und mehr jetzt in diesem Video. Das Leben von James Potter. Im heutigen Video werden wir über das Leben von James Potter, besser bekannt als Krone, sprechen. James Potter war ein reinblütiger Zauberer und der einzige Sohn von Flemens und Euphemia Potter. Er besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei von 1971 bis 1978. Bei dem Versuch, seine Familie zu verteidigen, wurde er leider von Lord Voldemort getötet. James Potter wurde am 27. März 1960 in eine reinblütige Zaubererfamilie von beträchtlichem Wohlstand geboren. Seine Eltern Flemen und Euphemia waren selbst nach Zaubererstandards schon sehr alt, da er ihr einziges Kind war und erst selbst so spät in ihr Leben trat. James begann sein erstes Jahr in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im Jahr 1971 und wurde direkt in das Haus Gryffindor einsortiert. Dort freundete er sich mit den Gryffindors Sirius Black, Peter Pettigrew und Remus Lupin an. Gemeinsam bildeten sie eine kleine Bande, die nur unter dem Namen Rumtreiber bekannt war. Obwohl James eher faul als fleißig war, erwies er sich als kluger Schüler und wurde irgendwann während seiner Ausbildung Jäger für die Quidditch-Mannschaft seines Hauses, wobei James sich seiner brillanten Talente voll bewusst war. Im zweiten Jahr fanden James und Peter heraus, dass Remus ein Werwolf war, und anstatt ihn im Stich zu lassen, lernten sie 3 Jahre lang ein Animagus zu werden, um Remus bei seiner Verwandlung zu begleiten. In seinem 5. Jahr schaffte James es, die Verwandlung zu perfektionieren und wurde zum Animagus, was ihm den Spitznamen Krone einbrachte. Sirius wurde zu einem großen schwarzen Hund, was ihm den Spitznamen Tatze einbrachte. Peter beherrschte die Animagus-Form der Ratte und wurde Wurmschwanz genannt, während Mooney der Name war, den Remus wegen des Vollmonds annahm, der seine Verwandlung auslöste. Mit ihren neuen Spitznamen schufen die 4 Freunde die Karte des Rumtreibers, die das Gebiet von Hogwarts und jeden sich darin befindenden Menschen einschließlich aller Mitarbeiter, Geister und Schüler an ihrem aktuellen Standort zur gegebenen Zeit anzeigte. Die Karte erleichterte es James, sich aus dem Schloss zu schleichen und den Lehrern aus dem Weg zu gehen, was ihm die meiste Zeit seiner Schulzeit erleichterte. James war ein unausstehlicher Jugendlicher mit einer Vorliebe für die Zurschaustellung seines außergewöhnlichen Selbstbewusstseins, welches schon an Arroganz grenzte. Severus Snape sagte einmal, er sei so arrogant, dass Kritik einfach an ihm abprallte. Diese rebellische Haltung wurde nicht von den negativen Einstellungen geprägt, die er entwickelte, wie zum Beispiel die Angewohnheit, sein Haar zerzausen zu lassen, um es noch unordentlicher aussehen zu lassen, als wäre er gerade von einem Besen gestiegen. Und auch das Verhexen unschuldiger Schüler aus keinem anderen Grund als dem, dass er es einfach konnte. Besonders mobben tat er Severus Snape, ein Slytherin in denselben Schuljahren wie er. Diese Eigenschaften entstanden als ein Ergebnis seiner verwöhnten Erziehung. James und Snape hatten während ihrer Zeit in Hogwarts eine starke Rivalität, und der Grund für diese Rivalität war Snapes Eifersucht auf James' Talent im Quidditch und seiner Popularität, sowie Snapes Interesse an den dunklen Künsten, die James verachtete. Später stellte sich jedoch heraus, dass James und Sirius von Anfang an einen schlechten Draht zu Snape hatten, und dieser entwickelte sich schon, als sie ihn während des ersten Jahres in Hogwarts Express zum ersten Mal trafen. Sie beleidigten ihn und ihre Interaktion dienten nur dazu, die Rivalität noch intensiver und dauerhafter zu machen als je zuvor. James wiederum nutzte die Zaubersprüche, die Snape selbst irgendwann in seiner Schulzeit gegen James erfunden hatte. Snape interessierte sich sehr dafür, wohin Remus jeden Monat ging und sah, wie Madame Pomfrey und Remus durch einen geheimen Durchgang unter der peitschenden Weide zur heulenden Hütte gingen. Sirius hatte Snape aus unbekannten Gründen erzählt, dass der Trick, um an der peitschenden Weide vorbeizukommen, darin bestand, den Knoten am unteren Ende zu durchstoßen. Snape folgte den Anweisungen der Reihe nach und war fast am Ziel, als James Severus vor dem sicheren Tod durch die Klauen des Werwolfs Remus retten musste. Aber Snape weigerte sich hartnäckig zu glauben, dass sein alter Rivale ihm einen Gefallen getan hatte, dass James ihn nur gerettet hatte, um einen Schulverweis zu vermeiden, und dass er es verachtete, in seinem Fachbereich zu sein. Zu dieser Zeit trat Lily Evans in James' Leben, eine attraktive, muggelstämmige Gryffindor-Mitschülerin aus Snapes Heimatstadt Cokeworth, die insgeheim Snapes beste Freundin und auch Kindheitsschwarm war, bevor sie beide in Hogwarts anfingen.
Lily war vielleicht die einzige Schülerin an der ganzen Schule neben Snape, die völlig unbeeindruckt von James war und ihn für arrogant und unausstehlich hielt. James war so angetan von ihr, dass er vor Lily Snape mit Zaubern verhexte und mobbte. Lily sagte James, er solle aufhören, Snape zu verzaubern, und James erwiderte, dass er nur aufhöre, wenn Lily mit ihm ausgeht. Sie wollte nicht mit James ausgehen, und die Freundschaft zwischen Lily und Snape mag den Neid von James auf sie gezogen haben, sodass ihre hasserfüllte Feindschaft weiterging. Im Alter von 16 Jahren erlaubten James' Eltern Sirius bei ihm einzuziehen, damit er seiner eigenen schrecklichen Familie entfliehen konnte, und Sirius wurde bald ein inoffizielles Mitglied ihrer Familie. In seinem 7. Jahr in Hogwarts wurde James sogar zum Schulsprecher ernannt. Er schaffte es auch endlich, Lily Evans zu beeindrucken und begann mit ihr auszugehen. Zu dieser Zeit hörte er auch auf, Unbeteiligte zum Spaß zu verhexen, obwohl er immer noch heimlich Snape verhexte. Lily und James Potter heirateten mit 18 Jahren, gleich nach ihrem Abschluss an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Der Zaubererkrieg war in vollem Gange und der Orden des Phönix wuchs um Lily und James Potter. Sie zogen in einen Krieg mit Lord Voldemort. Die Potters weigerten sich, der Seite von Lord Voldemort anzuschließen, als man versuchte, sie irgendwann zwischen 1979 und 1980 zu rekrutieren. James' Eltern starben an Drachenpocken und er erbte von ihnen das riesige Potter-Familienvermögen, das es ihm ermöglichte, seine Familie bequem zu ernähren, ohne einen bezahlten Job annehmen zu müssen. James nutzte seinen Reichtum auch, um Remus zu unterstützen, der aufgrund seines Status als Werwolf keine Arbeit fand. Im Herbst 1979 wurde Lily schwanger, woraufhin sie und ihr Mann untertauchten. Am 31. Juli 1980 gebar Lily den gemeinsamen Sohn Harry, aber es dauerte nicht lange, bis Albus Dumbledore herausfand, dass sie sich in größter Gefahr befanden. Harry war aufgrund einer Prophezeiung, die sich auf denjenigen bezog, der ihn schließlich endgültig besiegen konnte, zur Zielscheibe von Lord Voldemort selbst geworden. Voldemort hatte von der Prophezeiung durch seinen Anhänger Severus Snape erfahren, der nichts anderes war als ein alter, erbitterter Feind von James und der ehemals beste Freund von Lily. Sirius war eigentlich als Geheimnisträger vorgesehen, aber dieser dachte, dass der dunkle Lord hinter ihm her sei. Er überzeugte James und Lily, stattdessen Peter als Geheimnisträger zu benutzen, mit ihm als Lockvogel. Sie stimmten beide zu und Dumbledore zauberte ein charmantes Geheimnis, aber dieser Versuch eines doppelten Bluffs endete in einer Tragödie. Die einzigen Leute, die über den Wechsel Bescheid wussten, waren James, Lily, Sirius und Peter. Sogar Albus und Remus wurden im Dunkeln gelassen. Weniger als eine Woche später verriet Peter das Geheimnis der Potters an Voldemort. Als Voldemort nach Godric's Hollow kam, sagte James zu Lily, sie solle Harry nehmen und weglaufen. Er wollte sich dem gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten allein stellen, um seiner Frau und seinem Kind Zeit zu geben, aus dem Haus zu fliehen. Aber James hatte einen fatalen Fehler gemacht. Er hatte seinen Zauberstab im Wohnzimmer liegen lassen, wo er vor Voldemorts Ankunft seinen kleinen Sohn unterhalten hatte. Voldemort tötete ihn mühelos mit einem Todesfluch. Voldemort ging dann die Treppe rauf, wo sich Lily und der kleine Harry versteckten. Er ermordete Lily, die dank ihres liebevollen Opfers starb, um Harry zu schützen. Der Todesfluch, den Voldemort auf Harry geworfen hatte, prallte ab und zerstörte Voldemorts Körper, sodass Harry nur eine blitzförmige Narbe hinterließ. Harry wurde als der Junge bekannt, der überlebte und dessen Name nach dem Tod von Lily und James berühmt wurde. Ihr Sohn wurde von Lilys liebloser Schwester Petunia und ihrem tollen Ehemann Vernon zusammen mit ihrem Vielfraß von Sohn Dudley aufgezogen. Harry schätzte seine Eltern immer noch sehr, aber das änderte sich ein klein wenig, wenn es um seinen Vater ging. Er erfuhr, dass James in seiner Jugend so etwas wie ein Tyrann war, als er Zeuge einer Erinnerung von Severus Snape wurde, in der James und Sirius auf Snape herumhackten und ihn demütigten, weil sie sich langweilten. Snape wechselte nach Lilys Tod die Seiten und wurde Professor für Zaubertränke in Hogwarts. Regelbrecher, aufmerksamkeitssüchtig und unverschämt. Aus Rache schikanierte und demütigte er Harry häufig. 1998, nach Voldemorts Rückkehr, erfuhr Harry, dass er ein Horcrux des dunklen Lords war und ging seinem Tod im verbotenen Wald entgegen. Als er ihn betrat, benutzte er den Stein der Auferstehung, um James und die anderen, die im Krieg gegen Voldemort umgekommen waren, herbeizurufen. Das Leben von Sirius Black.
Das Sirius Black, auch bekannt als Tatze, war ein reinblütiger Zauberer und der Erbe der Familie Black. Er besuchte die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei von 1971 bis 1978 und widersetzte sich der Tradition, indem er als erster seiner Familie in das Haus Gryffindor statt wie üblich in das Haus Slytherin einsortiert wurde. Seine Eltern Orion und Walburga waren beide gebürtige Blacks und Verwandte zweiten Grades. Sirius hatte auch einen jüngeren Bruder, zu dem er keine enge Beziehung hatte, Regulus. Der starb, nachdem er sich 1979 gegen Lord Voldemort gewandt hatte und versuchte, einen seiner Horcruxe zu zerstören. Die Blacks waren eine sehr traditionelle Familie und sie weigerten sich, mit Muggeln oder Muggelgeborenen zu verkehren. Sirius lehnte diese Einstellung und diese Werte ab und dies führte zu vielen Konflikten in seiner Familie. Auch Sirius hatte eine unglückliche Kindheit und als Jugendlicher hatte er die meisten seiner Verwandten gehasst, insbesondere seine Mutter und seine Cousine Bellatrix Black. Während alle anderen Mitglieder der Familie Black in die Slytherin-Reihe einsortiert wurden, wurde Sirius in Gryffindor eingeteilt. Dies zeigt, dass seine Ansichten bereits von denen seiner Familie abwichen. Sirius genoss das Leben in Hogwarts sehr, wo er mit seinen besten Freunden James Potter, Remus Lupin und Peter Pettigrew unzertrennlich war. Sie entdeckten, dass Remus Lupin ein Werwolf war und um ihn zu unterstützen, haben James, Peter und Sirius gelernt, Animagi zu werden, um Remus bei seiner Verwandlung zu unterstützen und zu begleiten. Sirius nahm die Gestalt eines riesigen schwarzen Hundes an, der dem Grimm nicht unähnlich sah, welcher ihm den Spitznamen Tatze einbrachte. James wurde zu einem Hirschen und dieser brachte ihm den Spitznamen Krone ein. Peter wurde zu einer Ratte und er bekam den Spitznamen Wurmschwanz. Zusammen wurden sie zu einer Vierergruppe namens die Rumtreiber. Die Gruppe schuf zusammen die Karte des Rumtreibers, die es ihnen ermöglichte, jede Person, Lehrer und auch Geister in Hogwarts zu dem Zeitpunkt an ihrem Standort jederzeit zu sehen. Dies vereinfachte um einiges das Rumschleichen und so konnten die Rumtreiber es vermeiden, von Lehrern gesehen zu werden. Während dieser Zeit verbrachte Sirius viel Zeit mit James Potter und sie waren sehr arrogant unterwegs. Die Mädchen auf der Schule bewunderten Sirius dunkles Haar und sein gutes Aussehen und natürlich seine rebellische Art. Die Lehrer respektierten Sirius und seine Intelligenz. James Potter schikanierte sehr oft einen Jungen namens Severus Snape und die Rumtreiber machten dort auch mit. Sie haben ihn vielleicht nicht mit verzaubert, aber sie lachten und unterstützten James bei seinem Verhalten, auch Sirius. Das einzige Mal, dass James aufhörte, Snape zu verzaubern, war vor Lily Evans, einer hübschen, rothaarigen Frau, die James später direkt nach seinem Abschluss in Hogwarts heiratete. James und Sirius spielten Severus Snape einmal einen fiesen, potenziell tödlichen Streich. Wir alle erinnern uns, wie man unter der peitschenden Weide zur heulenden Hütte kommt. Remus Lupin war wie bekannt ein Werwolf und ging immer wieder mit Madame Pomfrey in die heulende Hütte. Snape bemerkte dies und stellte sich die Frage, was sie dort machten, denn Snape wusste nichts über Lupins Zustand. Sirius erzählte Snape eines Tages, wie man zur heulenden Hütte gelangt, aber er gab ihm eine falsche und unvollständige Anleitung und so wurde Snape auf dem Weg zur heulenden Hütte fast von der peitschenden Weide getötet. James musste ihm helfen und sein Leben retten. Sirius entschuldigte sich bei Snape dafür, dass er wichtige Informationen ausgelassen hatte, aber Snape konnte ihn nie wirklich verzeihen. Im Alter von 16 Jahren trennte sich Sirius schließlich von seiner Familie und suchte Zuflucht bei James Potter und seinen Eltern. Die Potters adoptierten ihn großzügig als ihren Sohn. Sirius' empörte Mutter strich seinen Namen aus dem Stammbaum, wie es Tradition war für diejenigen, die die herrschende Ideologie der Familie nicht unterstützten. Sirius kämpfte gegen Lord Voldemort und trat schließlich dem Orden des Phönix bei. Sirius wurde schließlich der Trauzeuge von James bei James und Lilys Hochzeit. Als ihr Sohn Harry geboren wurde, ernannten James und Lily Sirius zu Harrys Vormund. Er schenkte Harry auch seinen ersten Besen im Alter von einem Jahr als Geburtstagsgeschenk. Es herrschte sehr viel Terror in der Welt wegen Lord Voldemort und jeder beschuldigte jeden, ein Spion und ein Verräter zu sein. Im Oktober 1981 traute Sirius seinem alten Freund Lupin eine lange Zeit nicht mehr, da er ihn verdächtigte, ein Spion zu sein und ihm viele Informationen vorenthielt.
Zu diesem Zeitpunkt vertraute Sirius Black Peter Pettigrew eine Sache an, die er für den Rest seines Lebens bereuen sollte. 1981 mussten James und Lily Potter sich vor der Prophezeiung verstecken, die besagte, dass Voldemort von ihrem Sohn Harry besiegt werden könne. Dumbledore riet ihnen, einen Geheimnisträger auszuwählen. Sie wollten einen Geheimnisträger auswählen, der den Standort der Potters kannte. James bestand darauf, dass Sirius ihr Geheimniswahrer sein sollte, weil er glaubte, dass Sirius lieber sterben würde, als zu verraten, dass sie es waren. Sirius hatte allerdings die Sorge, dass Voldemort hinter ihm her sei, und deswegen schlug er vor, Peter Pettigrew zu vertrauen und ihn zum Geheimnisträger zu machen, der den Standort der Potters kannte. Dies schlug Sirius vor, da Peter Pettigrew schon immer etwas zurückhaltender war und nach ihrer Sicht nicht auf dem Radar von Voldemort zu sehen war. Diesen Vorschlag würde er allerdings für immer bereuen, denn Peter Pettigrew verriet die Potters und legte Sirius rein, sodass jeder in der Zaubererwelt dachte, Sirius wäre der Böse. Sirius ging 1981 in der Halloween-Nacht zu Peter Pettigrews Versteck und stellte fest, dass er verschwunden war. Beunruhigt durch das Fehlen von Anzeichen eines Kampfes, raste Sirius verzweifelt nach Godric's Hollow, wo er das Haus der Potters zerstört und seine Freunde tot vorfand. Nur Baby Harry war noch am Leben, als Rubius Hagrid auftauchte, um Harry auf Befehl von Dumbledore in Sicherheit zu bringen. Sirius lieh Hagrid sein Motorrad, um diese Aufgabe von Dumbledore zu erfüllen. Leider hatte Hagrid nie wirklich die Möglichkeit, Sirius das Motorrad zurückzugeben. Nachdem Sirius Godric's Hollow verlassen hatte, verfolgte Sirius voller Trauer und Wut Pettigrew, um ihn aus Rache zu töten. Doch Pettigrew überlistete Blake. Er täuschte geschickt vor, dass er ermordet worden sei. Dazu ließ er magisch eine Straße explodieren, was ein Dutzend Muggel das Leben kostete, und verschwand in das entstehende Chaos als Ratte. Nur sein blutiger Umhang und sein zurückgelassener Zeigefinger, den er sich selbst amputiert hatte, bewiesen, dass er da gewesen war. Die Morde an den Muggeln durch die explodierende Straße und der angebliche Mord an ihm selbst wurden dem zurückgebliebenen Sirius Black angelastet, der dafür als Massenmörder in Azkaban eingesperrt wurde. Es sah alles danach aus, als hätte Sirius die Tat begangen, und da die Tat so hart war und so offensichtlich erschien, wurde er ohne eine Verhandlung und Gerichtsverfahren nach Azkaban geschickt. Sirius wartete sehr lange Zeit, ganze 12 Jahre innerhalb der Gefängnismauern, bis ihn endlich die Nachricht erreichte, dass Peter Pettigrew entdeckt worden war und er sich tatsächlich als Ratte bei einer Zaubererfamilie aufhielt, um sich über die aktuellen Neuigkeiten über Voldemort auf dem Laufenden zu halten. Währenddessen wurde Sirius immer schwächer und hatte keine Chance, die Dementoren ohne seinen Zauberstab zurückzutreiben, der ihm natürlich weggenommen wurde und seiner Mutter anvertraut wurde. Sirius' Mutter starb und ließ die Hauselfen alleine zurück. Durch seine Unterernährung schlüpfte Sirius durch die Gitterstäbe einer Zelle und schwamm über die Nordsee zurück zum Festland und in die Freiheit, wo er zunächst seinen Weg nach Little Whinging ging, um einen Blick auf sein Patenkind als Teenager zu erhaschen. Dort können wir einen kleinen Einblick in die Animagus-Form von Sirius bekommen, als Harry sich vor dem schwarzen Hund erschreckt und der Nachtbus auftaucht, der Harry mit zum tropfenden Kessel nimmt. Harry verwechselt ihn mit dem Grimm. Am 31. Oktober 1993 verweigerte die dicke Dame auf dem Bild Sirius den Zutritt zum Gryffindor-Turm. Daraufhin schlitzte er das Porträt der dicken Dame auf. Im Gryffindor-Turm suchte er schließlich nach Rons Ratte Krätze, aka Peter Pettigrew. Später kam Sirius, um das Quidditch-Spiel zwischen Gryffindor und Hufflepuff zu sehen, und wurde dabei Zeuge von Harrys ausgezeichneten Flugkünsten. Letztendlich wird Ron von Sirius unter der peitschenden Weide durch die heulende Hütte gezogen, und seine Intention dabei war natürlich nicht Ron, sondern die Ratte Krätze mitzunehmen, die sich in Rons Hand befand. In der heulenden Hütte wurde schließlich vieles klar und Peter Pettigrew wurde entlarvt. Sirius und Lupin stellten sich Pettigrew und Harry wurde auch einiges klar. Als Harry alle überredete, Pettigrew nicht zu töten, sondern zu Dumbledore ins Schloss zu bringen, gingen sie alle in Richtung Hogwarts. Leider war bereits Nacht und der Vollmond schien am Himmel. Remus Lupin verwandelte sich in seine Werwolfgestalt. Wie wir wissen, hat Lupin sich in seiner Werwolfgestalt leider nicht unter Kontrolle, und so versuchte Sirius in seiner Hundegestalt Harry, Ron und Hermine zu verteidigen, als Remus sie attackierte. Dieser wurde schwer verletzt und fiel einen Abhang hinunter bis zum See.
Harry wollte ihm zur Hilfe eilen, doch die Dementoren, die auf der Suche nach Sirius waren, da er ja aus Azkaban ausgebrochen war, kreisten bereits um ihn herum. Sirius war nach seinem Kampf mit Remus Werwolfgestalt zu geschwächt und konnte sich nicht schützen, als hunderte von Dementoren, die Hogwarts bewachten, eintrafen und seine Seele und Harrys versuchten auszusaugen. Die Dementoren hätten es fast geschafft, Sirius die Seele auszusaugen, bis ein mächtiger Patronus, der einem Hirsch ähnelte, sie abwehrte. Sirius wurde letztendlich gefangen genommen. Auf Albus Dumbledores Vorschlag hin benutzten Harry und Hermine Hermines Zeitumdreher, um Sirius zu helfen und zu fliehen. Dumbledore deutete an, dass mehr als ein unschuldiges Leben in dieser Nacht gerettet werden kann, und damit meinte er natürlich den Hippogreif Seidenschnabel, der hingerichtet werden sollte. Natürlich schafften Hermine und Harry es, Sirius zu retten, und ebenfalls den Hippogreif. Nachdem Sirius frei war, bot er Harry an, nach dem ganzen Dilemma bei ihm zu wohnen. Harry war mehr als begeistert, dies zu hören, da die Dursleys vielleicht nicht ganz der beste Wohnort für ihn waren. Sirius nahm den Hippogreif Seidenschnabel und flog letztendlich in die Freiheit. Nach einiger Zeit schickte er Harry einen Brief, in dem er erklärt, dass er es war, der Harry die Feuerkugel zu Weihnachten schickte, und Harry erlaubte, sein Pate zu werden. Er entschuldigte sich auch bei Ron für den Verlust seines Haustieres und bat ihn, die Eule anstelle von Krätze zu akzeptieren, die er ihm geschenkt hatte. Sirius floh aus Europa über das Zaubereiministerium hinaus. Er hat mit Harry kommuniziert, aber nur wenige Male, um die Geheimhaltung seines Aufenthaltsortes zu wahren. Harry verließ sich in Zeiten der Not immer mehr auf Sirius Rat. Sirius kehrte nach Großbritannien zurück, als Harry ihm mitteilte, dass seine Narbe wehtat, die als Zeichen für Lord Voldemorts Anwesenheit oder Macht bekannt geworden war. Als Harry auf mysteriöse Weise in das Trimagische Turnier aufgenommen wurde, versteckte sich Sirius in einer Höhle in der Nähe von Hogsmeade, von wo Ron, Harry und Hermine mit ihm gelegentlich kommunizierten und ihn besuchten. Sirius tat dies natürlich, um Harry in der schweren Zeit moralischen Beistand und Rat zu geben. Er warnte Harry auch vor Igor Karkaroff, dem Schulleiter von Durmstrang, und er sagte Harry, dass Karkaroff früher ein Todesser war und dass er eine beträchtliche Anzahl von Namen im Austausch für seine Freiheit preisgegeben hat. Er riet Harry, sich weiterhin mit Verteidigungszaubern zu beschäftigen und natürlich niemals alleine loszuziehen, denn die Zeiten wären gefährlich. Nach der letzten Aufgabe des Trimagischen Turniers rief Dumbledore Sirius in sein Büro, um sich mit Harry zu treffen, der seine Begegnung mit Lord Voldemort nur knapp überlebt hatte. Als Harry die Ereignisse der Nacht erklärte, die auf dem Friedhof stattgefunden haben, zeigte Sirius auch Anzeichen starker Emotionen, als er erfuhr, dass die Schatten seiner alten Freunde James und Lily zurückgekehrt waren, und er verbarg sein Gesicht in seinen Händen. Sirius durfte in seiner Hundegestalt bei Harry im Krankenflügel bleiben. Nachdem der Minister gegangen war, begann Dumbledore, Pläne für den Widerstand gegen den dunklen Lord zu schmieden. Er bat Sirius, seine menschliche Gestalt wieder anzunehmen und sich mit Snape zu versöhnen, obwohl beide nicht sehr erfreut waren. Sirius versprach, Harry bald wiederzusehen und ging, um die Anweisungen zu erfüllen, die Dumbledore ihm gegeben hatte. Nachdem Lord Voldemort seine körperliche Gestalt wiedererlangt hatte, erhielt Dumbledore den Orden des Phönix zurück und schickte Sirius, um die alten Leute zu versammeln und sie über die Situation zu informieren. Sirius stiftete sein Familienhaus am Grimmauld Place 12 in London als Hauptquartier des Ordens. Da Sirius immer noch von den Behörden gesucht wurde, konnte er leider nie das Haus wirklich sicher verlassen und wurde ziemlich traurig darüber, so nutzlos zu sein. Als er kurz das Haus verließ, um Harry zum Hogwarts Express zu begleiten, bemerkte Draco Malfoy Harrys Haushund, was darauf schließen ließ, dass die Malfoys Sirius in seiner Animagus-Form erkannten. Harry und Sirius blieben während Harrys Schuljahr über Eulen und das Flohnetzwerk in Kontakt, obwohl Sirius' Anwesenheit in diesem Jahr beinahe von Dolores Umbridge entdeckt worden wäre. Während Harrys Schwierigkeiten mit Umbridge ermutigte Sirius ihn, sich ihren Reformen zu widersetzen, und befürwortete natürlich Harrys geheime Verteidigungsgruppe für Schüler, Dumbledores Armee. Er beantwortete auch bereitwillig alle Fragen von Harry über den Orden und Voldemort, obwohl die meisten in der Gruppe der Meinung waren, Harry sei zu jung, um die Wahrheit zu verarbeiten. Er sagte Harry auch, er solle sich an ihn wenden, wenn Professor Snape ihm während ihres Occlumentic-Unterrichts ärgern würde.
Während seiner Zeit im Hauptquartier des Ordens verfiel Sirius in eine tiefe Depression. Sirius machte jedoch eine komplette Kehrtwende, als die Familie Weasley und Harry beschlossen, über die Weihnachtsfeiertage am Grimmauld Place zu bleiben. Während Harry in die Schule zurückkehrte, benutzte Voldemort die Legilimentik, um eine falsche Vision in Harrys Kopf einzupflanzen, dass Sirius in der Ministeriumsabteilung gefoltert wurde und Harry davon zu überzeugen, dass Sirius in Wirklichkeit gefangen genommen worden war. Harry, Ron, Hermine, Ginny, Neville und Luna flogen also mit Testralen nach London. Die Schüler bahnen sich ihren Weg durch das Ministerium und verschafften sich Zugang zur Ministeriumsabteilung, wurden dann aber schließlich von Todessern überfallen. Es war schließlich Snape, der ihnen das Leben rettete, indem er den Orden darüber informierte, was Harry gesehen hatte. Sirius, Kingsley, Nymphedora, Remus, Alistair Moody und schließlich Albus Dumbledore kamen ins Ministerium an und begannen, die Todesser in der Todeskammer zu bekämpfen. Tragischerweise wurde Sirius jedoch während eines Duells mit seiner verhassten Cousine Bellatrix mit dem Avada Kedavra-Fluch getroffen, der ihn durch den Schleier in der Todeskammer in den Tod stürzen ließ. Harry gab später seinem Sohn den zweiten Vornamen Sirius, um das Andenken seines Paten zu ehren. Und James Sirius' Persönlichkeit war sehr ähnlich wie die vom richtigen Sirius. Er war aufrichtig und mutig, wie seine Teilnahme an beiden Kriegen und die Bereitschaft, für die zu sterben, die er liebte, zeigte. Er war besonders loyal gegenüber denen, die ihm wichtig waren, und er scheint auch eine hervorragende mentale Kontrolle besessen zu haben, die in einem scharfen Kontrast zu seiner leidenschaftlichen und impulsiven Natur stand. Die Tatsache, dass er in der Lage war, den psychologischen Auswirkungen der Dementoren über so viele Jahre hinweg vollständig zu widerstehen, deutet darauf hin, dass er über ein ungewöhnlich starkes Selbstwertgefühl verfügte und daher in der Lage war, lange Perioden emotionaler Erschütterungen auszuhalten. Er konnte Folter und Verzweiflung widerstehen, genau wie sein jüngerer Bruder Regulus, der sein Leben in der Hoffnung gab, dass eines Tages der dunkle Lord besiegt werden würde. Euch, warum Wurmschwanz alias Peter Pettigrew einer der mächtigsten Zauberer aus Harry Potter war. Im heutigen Video werden wir uns mit Wurmschwanz alias Peter Pettigrew befassen. Wurmschwanz hat einen sehr schlechten Ruf. Er hat wohl den schlechtesten Ruf der gesamten Harry Potter Saga. Vielleicht mit Ausnahme von einer Person, Dolores Umbridge. Niemand, nicht einmal Wurmschwanz Verbündete, schätzen ihn sehr. Und einer der Gründe, warum die Leute auf ihn hinabblicken, war, dass sie ihn für unterwürfig und schwach hielten. Voldemort und die Todesser respektierten ihn nicht und schenkten ihm nie wirklich die nötige Aufmerksamkeit. Wurmschwanz war maßgeblich an Voldemorts Wiederauferstehung beteiligt und dennoch erhielt er keinen Respekt. Einmal wurde Wurmschwanz zu Snape geschickt, um ihm zu helfen, aber Snape behandelte ihn am Ende wie seinen Diener, was eine äußerst respektlose Geste war. Wurmschwanz war ein britischer, reinblütiger Zauberer, geboren 1960, mit blasser Haut, ungesundem Haar, das ständig ausfiel und blauen Augen. Er war eine wehleidige Figur, dessen Loyalität nur dort lag, wo es Macht gab, und er schätzte weder Freundschaft noch Liebe. Obwohl er irgendwann beide Seiten des Kampfes diente, wurde er von keiner respektiert, und diejenigen, die Wurmschwanz verriet, hassten ihn, weil er moralisch gesehen ein schrecklicher Mensch war. Und obwohl ich der Meinung zustimme, dass Wurmschwanz moralisch gesehen ein verachtenswerter Mensch war, habe ich nicht den Eindruck, dass er ein untalentierter Zauberer war. Meiner Meinung nach ist Wurmschwanz einer der am meisten unterschätzten Charaktere in der Saga, was seine Macht angeht. Denn wenn wir alles aufschlüsseln, sehen wir, dass er tatsächlich in der Lage war, eine ganze Menge zu erreichen. War er der mächtigste Zauberer aller Zeiten? Definitiv nicht. Aber gab es schlechtere Zauberer als ihn? Auf jeden Fall. Viele Hexen und Zauberer schrieben seine magischen Fähigkeiten aufgrund seines Aussehens und seiner sanftmütigen Haltung ab. Die Wahrheit ist, dass Pettigrew ein talentierter Zauberer war, aber er war auch geistig schwach und beeinflussbar. Sicher, Pettigrew war nicht gut in der Schule, aber das kann viele Gründe gehabt haben und jeder weiß, dass viele Menschen in den ersten Jahren in ihren jeweiligen Fächern und in der Schule Schwierigkeiten haben. Es ist durchaus möglich, dass er einfach ein Spätzünder war. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass Pettigrews Freunde ihn nie wirklich respektiert haben. Nachdem er jahrelang abgewiesen und nicht ernst genommen worden war, erreichte Pettigrew einfach den Punkt, an dem er unabhängig von denen, die er kannte, nach Macht strebte.
Als er sich an Voldemort wandte, sah Pettigrew die Chance, sein eigener Herr zu werden. Voldemort sah wahrscheinlich, dass er zwar gut in Magie war, aber auch geistig schwach, und das nutzte er natürlich aus. James, Sirius und Lupin waren letztendlich gute Menschen, aber in ihrer Jugend waren sie auch arrogante Idioten, und Pettigrew, auf den sie ständig herabblickten, traf schließlich eine Entscheidung, so schrecklich sie auch war, sie zu verraten. Pettigrew wuchs im Schatten der anderen auf. Wären die historischen Umstände nur ein wenig anders gewesen, wäre er vielleicht schon wenige Jahre später aufgeblüht, endlich frei von den ziemlich aufgeblasenen und arroganten Freunden, mit denen er seine Teenagerjahre verbringen musste. Während seiner Schulzeit äußerte Professor McGonagall, dass Peter weniger begabt sei als seine Freunde und ging sogar so weit zu sagen, dass er ein hoffnungsloser Duellant sei. Und als er Lord Voldemort diente, bezeichnete er ihn ebenfalls als einen schlechten Zauberer. Bei seinen Jugendfreunden, den Rumtreibern, gab es jedoch kaum Anzeichen dafür, dass Peter wesentlich weniger begabt sei als einer von ihnen. Und die anderen drei, Sirius Black, James Potter und Remus Lupin, waren alle drei sehr talentierte Zauberer. Tatsächlich sollte Wurmschwanz später in den dunklen Künsten viel bewandter und mächtiger sein als alle anderen. Er brachte es auf eine ganz andere Ebene. Warum ist Wurmschwanz also so schlecht verpackt? J.K. Rowling selbst äußerte sich zu diesem Thema. Es stellte sich heraus, dass er ein besserer Zauberer war, als sie alle ahnten. Die Wahrheit ist, dass Peter, wenn er wirklich gefordert wurde, sehr viel erreichen konnte. Werfen wir einen Blick auf einige seiner Leistungen. Mit der Hilfe der anderen Rumtreiber konnte Peter bereits im Alter von 15 Jahren ein Animagus werden. Die Hogwarts-Professorin für Verwandlung, Minerva McGonagall, schaffte dieses Kunststück erst im Alter von 17 Jahren und sie stand unter direkter Anleitung vom Verwandlungsmeister Albus Dumbledore. Das macht nochmal deutlich, wie beeindruckend diese Leistung eigentlich war, obwohl sie von seinen Freunden unterstützt wurde. Peter, der eine normale Zaubererschule ohne besonderen Schwerpunkt besuchte, erreichte dies sehr, sehr früh für sein Alter. Peter war natürlich ein unregistrierter Animagus, was bedeutet, dass er seinen Animagus-Status nicht dem Zaubereiministerium gemeldet hat, was normalerweise alle Animagi tun müssten. Das erlaubt ihm, seine Fähigkeiten zu missbrauchen. Dumbledore drückte es treffend aus, als er sagte, dass Animagi in der Regel Menschen sind, die versuchen, einer Bestrafung zu entgehen, wenn sie das Gesetz gebrochen haben. In seiner Animagus-Form versteckte sich Pettigrew vor dem Orden des Phönix, den Todessern und dem Ministerium. Er war sogar in der Lage, seinen Tod vorzutäuschen. Nachdem er Sirius nach Voldemorts erster Niederlage entkommen war, gelang es ihm, ihm seine Verbrechen anzuhängen und dann seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Danach lebte er jahrelang in seiner Animagus-Form, einer Ratte. Pettigrew blieb 12 Jahre lang in seiner Animagus-Form, was sicher nicht einfach war, und wurde zur Hausratte der Familie Weasley, Krätze. Pettigrew wurde nicht nur zur Animagus-Form, einer fortgeschrittenen Form der Verwandlung, sondern beherrschte auch die Beschwörung, eine weitere, sehr fortgeschrittene Form der Verwandlung. Beschwörung, die es dem Einzelnen ermöglicht, einen Gegenstand aus dem Nichts zu verklären, wurde nur begabten Schülern auf der Newt-Stufe beigebracht. Pettigrew wendet die Beschwörung 1996 an, durch die der Dunkle Lord zurückkehrt. Es wurde behauptet, dass die einzige Form der Verwandlung, die schwieriger ist als die Beschwörung, die Verwandlung in einen Menschen ist, was ihm auch gelang. Peter war unter Voldemorts Anleitung in der Lage, sowohl den Körpertrank als auch den Regenerationstrank herzustellen. Der erste Trank ermöglichte es Voldemort, seine grundlegende Form zu erlangen, und der zweite Trank gab dem Dunklen Lord seine frühere Kraft zurück. Bei beiden Tränken handelte es sich um hochentwickelte, dunkle, magische Tränke, mit denen Pettigrew keinerlei Erfahrung hatte. Peter half auch Barty Crouch Jr. bei der Herstellung des Vielsafttrankes, mit dem Crouch die Identität von Alistair Moody annehmen konnte. Das führt uns zu Peters nächster Fähigkeit, dem Duellieren. Obwohl Professor McGonagall in seinen jüngeren Jahren sagte, er sei hoffnungslos im Duellieren, war Pettigrew bei zahlreichen Duellversuchen ziemlich erfolgreich. Um an die Zutaten zu kommen, die er brauchte, um Crouch als Alistair Moody auszugeben, musste Pettigrew versuchen, Moody eine Falle zu stellen, was ihm zusammen mit Barty Crouch Jr. auch gelang. Alistair Moody war ein schottischer Zauberer reinen Blutes und wird von vielen als der berühmteste Auror aller Zeiten bezeichnet.
Moody war Mitglied des Orden des Phönix und Fänger dunkler Zauberer. Moody diente im Ersten Zaubererkrieg mit großer Auszeichnung und verlor im Kampf gegen die Bösewichte ein Auge, ein Bein und eine Nase. Moody ist persönlich für einen großen Teil der Hexen und Zauberer in Azkaban verantwortlich, was ihm in der Gemeinschaft der dunklen Zauberer einen guten Ruf einbrachte. Das macht Pettigrews Erfolg, ihn gefangen zu nehmen, umso größer. Außerdem, obwohl es kein großes Duell war, hat Pettigrew Cedric Diggory mit Avada Kedavra schnell erledigt. Obwohl Cedric jung war und es nicht kommen sah, galt er als begabter Schüler und hatte keine Chance gegen Wurmschwanz. Dies spricht auch für Pettigrews Fähigkeiten in allen Bereichen der dunklen Künste, denn Avada Kedavra ist kein besonders leicht anzuwendender Zauber. Avada Kedavra ist einer der drei unverzeihlichen Flüche und um ihn richtig anwenden zu können, ist äußerste Konzentration erforderlich. Außerdem setzte Pettigrew 1981, im selben Jahr, in dem er Sirius den Tod von 12 Muggeln anlastete, einen dunklen, fortschrittlichen und mächtigen Sprengfluch ein. Der Fluch war stark genug, um 12 Menschen zu ermorden, hunderte von Metern Kanalisation zu zerstören und einen 40 Fuß großen Krater in den Boden zu hinterlassen. Ich bin mir sicher, dass Peter in den dunklen Künsten weitaus geschickter war als die anderen Rumtreiber. Zusätzlich zu den oben genannten Errungenschaften war Peter auch an der Herstellung und Gestaltung der Karte des Rumtreibers beteiligt. Er zeigte eine extreme Vielseitigkeit bei Zauberstäben, indem er scheinbar alle Zauberstäbe, die er in die Finger bekam, ohne Probleme benutzte, obwohl er noch nicht die Treue des Zauberstabs gewonnen hatte. Zauberstäbe und Beschwörungsformeln helfen Hexen und Zauberern im Allgemeinen dabei, ihre Magie zu kanalisieren und so ein genaueres und wirksameres Ergebnis zu erreichen. Wirklich mächtige Hexen und Zauberer sind jedoch in der Lage, unabhängig von diesen beiden Faktoren zu zaubern. Peter war einer dieser Zauberer. Wie du siehst, konnte Pettigrew während seiner Zeit in der Zaubererwelt eine Menge erreichen. Sicher, wenn es um Todesser geht, ist Pettigrew kein Snape oder Bellatrix, aber er ist nichtsdestotrotz ein ziemlich mächtiger Zauberer geworden. Das Leben von Remus Lupin. Im heutigen Video werden wir das Leben von Remus Lupin durchleuchten und versuchen, alles zu verstehen, was in seiner Lebenszeit vor sich ging. Und das war eine ganze Menge. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife mit dem Video starten. Remus Lupin wurde am 10. März 1960 geboren und wuchs in einer Zaubererfamilie auf. Sein Vater war ein Zauberer und seine Mutter eine Muggelstämmige, was in der reinblütigen Zauberergemeinschaft oft auf Ablehnung stieß. Bereits in seiner frühen Kindheit stellten seine Eltern fest, dass er ein Werwolf war, und sie entschieden sich, ihn zu Hause zu unterrichten, um ihn vor der Diskriminierung und dem Risiko einer Infektion anderer zu schützen. Remus fand jedoch Trost in der Welt der Bücher und lernte schnell, wie man zaubert und Zaubertränke braut. Auf die Werwolf-Angelegenheit kommen wir aber später nochmal zurück. Als Remus 11 Jahre alt war, erhielt er seinen Brief zur Aufnahme in Hogwarts und war sehr begeistert, eine Schule zu besuchen, wo er sich sicher fühlen konnte und gleichzeitig sein Wissen und Können erweitern konnte. Schließlich erlaubten seine Eltern ihm, die Schule zu besuchen. Allerdings hatte Remus auch hier Probleme, da er seine Werwolf-Identität geheim halten musste. Er hatte niemanden, mit dem er darüber sprechen konnte und musste sich häufig aus gesellschaftlichen Veranstaltungen zurückziehen, um seine Verwandlung zu verbergen. Als Kind war Remus ein talentierter Schüler und wurde ins Haus Gryffindor eingeteilt. Lupins Freunde James Potter, Sirius Black und Peter Pettigrew entdeckten schließlich seine Geheimnisse und Fähigkeiten und boten ihm an, sich ihnen als Animagi anzuschließen, um ihm zu helfen, seine Verwandlungen zu kontrollieren und damit er nicht so alleine war. Er akzeptierte das Angebot und die vier Freunde verbrachten viel Zeit damit, ihre Animagi-Fähigkeiten zu trainieren. In Hogwarts war Lupin ein brillanter Schüler und bekam gute Noten in den meisten Fächern, besonders in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er wurde später auch zum Vertrauensschüler ernannt. Allerdings hatte er mit den Vorurteilen und Diskriminierung aufgrund seiner Krankheit zu kämpfen. Nachdem Voldemort an die Macht gekommen war, schlossen sich James, Sirius und Peter dem Orden des Phönix an, um gegen ihn zu kämpfen. Lupin war zu dieser Zeit nicht im Orden, da er aufgrund seiner Werwolf-Identität Schwierigkeiten hatte, Arbeit zu finden und in der Zauberergesellschaft akzeptiert zu werden. Jedoch wurde Lupin von Albus Dumbledore, dem Anführer des Ordens, im Jahr 1977 eingeladen, dem Orden beizutreten, nachdem dieser von seiner Existenz als Werwolf erfahren hatte. Dumbledore erkannte Lupins Tapferkeit und seine Fähigkeit, gegen die dunklen Künste zu kämpfen, und war der Meinung, dass er eine wichtige Rolle im Kampf gegen Voldemort spielen würde.
Lupin trat also dem Orden des Phönix bei und trug dazu bei, wichtige Informationen über Lord Voldemort und seine Anhänger zu sammeln. Er war auch Teil von verschiedensten Missionen und Kämpfen gegen die Todesser, darunter auch die Verteidigung von Hogwarts während des Kampfes um die Schule in Harrys siebtem Schuljahr. Lupin war ein wichtiger Teil des Ordens. Er war während des ersten Krieges gegen Voldemort ein wichtiger Teil des Widerstands und kämpfte tapfer. Nach dem Ende des Krieges gegen Lord Voldemort und dem Sieg des Guten über das Böse im Jahr 1981 heiratete Remus Lupin seine große Liebe, Nymphedora Tonks, die er während des Krieges kennengelernt hatte. Zusammen bekamen die beiden einen Sohn namens Teddy Lupin. Allerdings war ihre Ehe von Anfang an schwierig, da Lupin immer noch von seiner Vergangenheit als Werwolf geplagt wurde und sich seiner Rolle als Ehemann und Vater unsicher fühlte. Während der Herrschaft des Ministeriums, das von den Todessern unterwandert wurde, wurde Remus Lupin zu einem der meistgesuchten Zauberer in Großbritannien erklärt. Aber kommen wir einmal zurück zu dem Thema, warum Remus Lupin eigentlich überhaupt ein Werwolf war. Im Jahr 1965 wurde Fenrir Greyback, ein berüchtigter Werwolf, vom Zaubereiministerium zur Befragung vorgeladen, um über einen Angriff auf zwei Muggelkinder auszusagen, bei dem diese ums Leben gekommen waren. Greyback konnte alle Ministeriumsmitarbeiter täuschen und ihnen weismachen, er habe nichts damit zu tun gehabt, außer einem. Lyle Lupin konnte körperliche Besonderheiten an Greyback feststellen, die auf einen Werwolf schließen ließen. Dies veranlasste ihn, den Ausschuss zu bitten, dass Greyback bis zum nächsten Vollmond, der nur noch einen Tag entfernt war, in Gewahrsam genommen werden sollte. Die anderen Ausschussmitglieder waren sich einig, dass diese Vorsichtsmaßnahme unnötig war, und in dieser Phase begann Greyback, Lupin zu verspotten. In seiner Wut begann Lupin, Werwölfe als seelenlos, böse und nichts als den Tod verdient zu bezeichnen, etwas, das Greyback nie vergessen würde. Nach Lyle Lupins Wutausbruch wurde er aus dem Raum verwiesen und Greyback wurde daraufhin freigelassen. Doch bevor der Zauberer, der ihn aus dem Untersuchungsraum begleitete, einen Erinnerungszauber auf Greyback anwenden konnte, überwältigte ihn Greyback und floh zusammen mit drei anderen Werwölfen. Von diesem Tag an begann Greyback seine Rache an Lyle Lupin zu planen, dem Zauberer, der so unverblümt gesagt hatte, er verdiene nichts als den Tod. In einer schicksalshaften Nacht drang Greyback durch ein Fenster in das Haus der Familie Lupin ein und griff Lyles Sohn Remus an, der noch nicht einmal 5 Jahre alt war. Lyle erwachte, als er etwas hörte, und ging direkt zum Zimmer seines Sohnes, wo er mächtige Zaubersprüche sprechen musste, um Greyback loszuwerden. Doch leider war es für die Familie zu spät. Bevor Lyle eingreifen konnte, war es Greyback gelungen, Lyles Sohn Remus mit Lykantrophie zu infizieren. Das bedeutet natürlich, dass Lyles eigener Sohn ein Werwolf geworden war. Es war nie seine Absicht, Remus zu töten. Er wusste genau, was er tat, als er ihn infizierte. Sein Handeln war die ultimative Rache an dem Mann, der so offen zum Ausdruck gebracht hatte, dass alle Werwölfe nichts als den Tod verdienten. Remus' Eltern brachten ihn zu verschiedensten Heilern, um ihn zu heilen. Aber leider gab es bis zur Entdeckung des Wolfsbandtrankes nichts, was den Fluch auch nur annähernd unterdrücken konnte. Ich war ein sehr kleiner Junge, als ich den Biss erhielt, sagte Remus. Meine Eltern haben alles versucht, aber damals gab es noch kein Heilmittel. Der Trank, den Professor Snape für mich gebraut hat, ist eine ganz neue Entdeckung. Es schien unmöglich, dass ich in der Lage sein würde, nach Hogwarts zu kommen. Andere Eltern würden nicht wollen, dass ihre Kinder mit mir in Berührung kommen. Remus' Infektion mit Lykantrophie bedeutete, dass auch er ein verfluchtes Leben führen würde. Ein einsames Leben voller Verurteilungen. Es war nur Albus Dumbledore zu verdanken, der für Remus eine besondere Unterbringung arrangierte, dass Remus in Hogwarts leben konnte. Remus und seine Familie waren gezwungen, unter ständiger Flucht und Versteckspiel zu leben. Es war eine äußerst schwierige Zeit für Lupin, der sich seiner Verantwortung als Vater und Ehemann bewusst war, aber gleichzeitig nicht die Sicherheit seiner Familie gefährden wollte. Lupin war schließlich in der Lage, seine Situation zu verbessern, als das Ministerium unter Kingsley Shacklebolt befreit wurde und die Todesser besiegt wurden. Er wurde zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste an Hogwarts ernannt, einer Position, die er sehr schätzte und genoss. Im Jahr 1993 wurde Lupin von Albus Dumbledore, dem Schulleiter von Hogwarts, beauftragt, Harry Potter in Verwandlung zu unterrichten. Während dieser Zeit wurde Lupin von Harry Potter, Ronald Weasley und Hermine Granger als guter Lehrer und Mentor geschätzt. Er hatte auch eine besondere Verbindung zu Harry, der seinen Eltern James und Lily Potter sehr ähnelte. Im Jahr 1995 wurde Lupin wieder Mitglied des Orden des Phönix und kämpfte im Zweiten Krieg gegen Voldemort. Während dieser Zeit wurde er auch wieder mit seinen alten Freunden James und Lily und Sirius konfrontiert, die ihm im Leben nach dem Tod erschienen waren.
Leider war Lupins Zeit als Professor nicht von langer Dauer, da er aufgrund seiner Werwolfsidentität entlassen wurde. Lupin war der Ansicht, dass er nicht in der Lage sein würde, ein guter Vater für sein Kind zu sein und dass sein Werwolf-Gen es für ihn schwierig machen würde, ein normales Leben zu führen. Nach seiner Entlassung wandte sich Lupin wieder dem Kampf gegen die dunklen Künste zu und schloss sich der neu gegründeten Widerstandsgruppe an. Lupin spielte eine wichtige Rolle bei der Planung und Durchführung der Operation, um Voldemort und seine Anhänger zu besiegen. Leider endete Lupins Leben tragisch, als er und seine Frau Tonks während der Schlacht von Hogwarts im Kampf gegen die Todesser getötet wurden. Ihr Sohn Teddy Lupin wurde von seiner Großmutter Andromeda Tonks aufgezogen. Insgesamt war Remus Lupin ein Mann von großer Tapferkeit und Loyalität, der sein Leben der Bekämpfung der dunklen Künste und dem Schutz derjenigen widmete, die er liebte. Sein Vermächtnis lebte in der Gestalt seines Sohnes Teddy weiter, der später als Auror für das Zaubereiministerium arbeitete. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn ihr mehr über Remus Lupin oder andere Charaktere aus dem Harry Potter-Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.